Geld- und Schätzemäßig rentiert sich das auf jeden Fall. Sogar ein Krummsäbel. Plus 3. Ja, im Augenblick nicht so toll. Der würde 1W8 plus 3 machen. Das Ding macht 2W4 plus 2. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? So, noch ein bisschen mehr Geld. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. So, ich pack mal das Ganze. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Bauzeug. Was auf dem Boden rumliegt, mal weg. In den Schrank. Vielleicht identifiziere ich es doch irgendwann mal. Und verkauf's. Wenn ich das, was ich schon sowieso mit mir rumschleppe, verkauft habe. Aber so weiß ich, dass hier nichts mehr rumliegt, wertvolles. Nicht, dass mir was entgeht. Wir können wahrscheinlich sogar hier drin ein paar Mal pennen. So, jetzt liegt aber hier nichts mehr rum, wenigstens. Sicherheitshalber ein Quicksave. Nicht, dass ich das gleich nochmal machen müsste. Lolt sei gepriesen. Wir verdanken ihr jeden Sieg. Es sind die Seindringe. Wir konnten sie an den Aufsehern vorbeikommen. Bah. Es muss sich um Meuchmörder handeln. Los, wir knüpfen sie uns vor. Hi, 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 tschüss. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Auf Recht und Ehre! Torm ruft euch zu sich. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ja, und jetzt liegen noch mehr Dwau-Rüstungen auf dem Boden rum. Sie ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. Ja. Magiewiderstand. Ich habe Todeswolke, oder? Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Zepter der Absorption, Stab der Himmel, Spinnenwebensack. Ja. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Der Geist ist dich, mein Freund. Alina. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir sind mitten im Kampf, Leute. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Oh. Für die Gefallenen! Insertus, Pulcher, Imperium! Theo, the DG, so, das war so das Oberhaupt. Und das war die letzte. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Dann sammeln wir mal auf wieder, was hier so rumliegt und packen es.
in den Schrank. Weil so wertlos ist das Zeug ja auch nicht. Und wenn ich viel identifizieren will davon, dann packe ich halt bei Eri und Imon überall Identifizierungszauber rein. Dann geht das auch viel schneller. Ja, ein Fettharnisch und so ein Ding. Also ein Flegel und wieder eine Blutgrube. Also ja. Der Feldharnisch ist eigentlich nur... Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ist eigentlich nur so ein Andropunk-Harnisch. Fragt nur. So. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Aber jedenfalls sind wir so den Schutzstein losgeworden, haben hier ein bisschen für Rambazamba gesorgt. Aber dieser alte und Erfahrungspunkte Körper gekriegt. Verlangt nach einer Pause. Ah. Talisa und Imon sind ziemlich nah am Stufenaufstieg mal wieder. Keine große Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich das Level noch treiben kann überhaupt. Gut. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ja, wir ruhen uns draußen in der Drachenhöhle aus. Ich kann wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ich war, was möchtet ihr? So, Fischhirn, Fischtank. Hört meinen Willen, ihr seid zurückgekehrt. Lasst mich eure Gedanken sehen. Lasst mich sehen, was ihr erreicht habt. Die Gedanken sind nun in meinem Verstand. Ich sehe sie nun wesentlich klarer. Ich sehe den Glauben, ja, dies wird mir äußerst nützlich sein. Ich hoffe, das war es. Ich möchte eure Gegenwart nicht länger ertragen müssen, Kreatur. Nun, jetzt da ihr so froh über meine Dienste seid, wie wäre es mit einer Belohnung? Ich werde gehen. Ihr sollt wissen, dass ich für euch in Zukunft alles andere als ein Verbündeter sein werde. Ja. Nehmen wir die 1. Geht, ihr seid frei und dürft gehen. Euer gewahrtes Geheimnis ist eure Belohnung. Ich werde euch euren kleinen, unbedeutenden Belang überlassen. Sprecht zu niemandem von mir oder eure Identität wird allen enthüllt werden. Ja, Quaid's Hirn beschaffen. Ich habe das Gehirn der Priester zu dem Aboleten gebracht. Er hat sich dazu bereit erklärt, mein Geheimnis nicht zu verraten. Offenbar war das die einzige Belohnung, die ich für die grausame Tat erhalten werde. Ja. Hier unten sind alle... Ja. Scheiße. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Wenn das hier eigentlich der Markt ist. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Ja, der verkauft Tränke. Caligulas Amulett der Magieresistenz. Der Träger hält 10 Magieresistenz. Ah, zerschmetterndes Zepter. Ja, gegen Golems. Hm. Ansonsten hat der nur Tränke. Was ist mit dir? Achso, du bist die Drought. Befolgt die Befehle der Matriarchin und lebt. Bist du da noch eine Händlerin? Der eigene Weg vom Vater Königin und des Hauses, ja. Geht er direkt ins Grab. Lass mich sehen, was ihr anzubieten habt. Also der verkauft Waffen. Aber hauptsächlich Standardwaffen, oder? Oh, Feuerzahn durch. Wächter plus 4. Kann nicht verwendet werden von Barden, Druiden, Magiern, Dieben. Hm. Also könnte nicht von ihr, aber von ihr könnte er verwendet werden. Erdstecken. Stein zu Fleisch, 30 Ladungen, Erdelementar beschwören. Nicht so wirklich toll. Die Robe des bösen Erzmagiers. Kann von Imoy nicht getragen werden, das hätte aber Rüstungsklasse 5. Kann halt von beiden nicht getragen werden, weil sie böse sein müssen. Ja, kann nur von Magiern böser Gesinnung getragen werden. Da bräuchten wir eine Robe des guten oder des neutralen Erzmagiers. Dann hätten wir
Gutes Spiel. Aber das Ding wird erstmal gekauft. Alles andere sieht nicht so besonders aus. Kriegshammer. Da ist hauptsächlich Standardwaffen. Aber der Schild da war eine gute Anschaffung. Wäre sogar stärker als ihr Schild. Das wäre einen guten Schild abgeben. Sie ist halt zu schwach, weil ich glaube, der braucht eine bestimmte Mindeststärke. Deswegen hat sie ja das Schild der Harmonie. Was immerhin drei Rüstungsklasse gibt. Wäre sogar leichter als das aktuelle Schild. Na gut, dann nimmt Talisa mal das Schild zur Zeit, damit sie minus 12 Rüstungsklasse hat. Ja. Keine große Herausforderung. Und dann gehen wir weiter. Verlassen den Ort, gehen rüber in den Drachenhort, pennen dort. Weil es ist auf jeden Fall sicher dort. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja. Eigentlich egal, was wir hier unten im Unterreich machen, es bleibt im Unterreich. Und dann geht es erstmal in die westlichen Tunnel, dann in die südlichen und dann in die östlichen. Ihr müsst eure. Was immer ihr wünscht. So. Pen. Ich warte, wenn ihr es wollt. Und dann in den Kautau Dungeon. Vielleicht können wir den soweit sogar abschließen und dann beim nächsten Mal gleich den Betrachter Dungeon machen. Gehen wir erstmal zu dem Käfig wieder. Naja, da wir geschlafen haben. Warten wir erstmal auf den Rest unserer Gruppe. Dummdi-dumm. Identifizieren die Sachen. Adamantit-Kettenhemd. Ah. Das ist ja mal cool. Hatte ich noch so eins? Ja, da wäre noch so eins. Kettenhemd. Aber du trägst bereits ein Prunkharnisch. Und du kannst sowas, glaube ich, gar nicht tragen, gell? Ah, doch, du könntest sowas tragen. Ja gut, dann hast du halt weniger Platz im Inventar fürs Erste. Dir gebe ich einfach mal das, auch wenn es nicht identifiziert ist, damit ihr beide auch mal ein bisschen mehr aushaltet. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Wir sind allesamt Helden. Ihr Bo ihr müsst und eure Kautar Dungeon betreten. Da ist der Ausgang, also hier.
Euer Wunsch ist mein Begehr. Und wir können uns jetzt hier in Ruhe umsehen. Was heißt in Ruhe? Ja, verstanden. Wir müssen halt auf solche Sachen auf dem Boden achten, weil ich glaube, das waren Fallen. Entweder das oder Alarm-Dinger. Nein. Weder noch, okay. Nur. Keine große Herausforderung. Hi. Ich bin schon erledigt. Gauts und ein Betrachter, das ist unschön. Okay, okay.